Der bekannteste, meistbesuchte und am häufigsten fotografierte Gletscher Argentiniens, der Perito Moreno. Sichtbar ist von ihm nur ein kleiner Teil, gerade mal 10% seiner Gesamthöhe und eine Front von 5 Kilometern Breite. Der Rest? 250 Quadratkilometer Eis, zweimal größer als Paris. Lucas Ruiz ist Forscher am Argentinischen Institut für Glaziologie. Seine Spezialität dort sind die Andengletscher. Er kennt sie alle seit langem, aber sie beeindrucken ihn immer noch sehr. Uff. Das ist einer der größten Gletscher der Kordilleren, der Perito Moreno. Er entsteht in fast 3000 Metern Höhe. Und das Eis, das man hier sieht, ist jahrhundertealter Schnee. Was wir da gerade gesehen haben, zeigt, wie die Gletscher letztlich am See an Masse verlieren. Da brechen ganze Eisberge ab. Einige lösen sich vom oberen Teil des Gletschers, andere aber, so wie wir es gerade gesehen haben, vom unteren Teil des Gletschers, der unter der Wasseroberfläche liegt. Diesen Prozess nennt man Kalben. Darüber wissen die Glaziologen nicht sonderlich viel. Allerdings ist es für sie hochinteressant. Denn die großen Gletscher unseres Planeten, nicht nur die in Patagonien, sondern auch die in Alaska, in Grönland und in der Antarktis, verlieren alle an Masse und lassen den Meeresspiegel steigen. Vor allem wegen dieser abbrechenden Eisberge. 750.000 Touristen lockte der Nationalpark Los Glaciares im Südwesten des argentinischen Teils von Patagonien 2019 an. Von den 47 großen Gletschern der Region ist der Perito Moreno am leichtesten zu erreichen. Auch wenn man kein Wanderer oder Bergsteiger ist, kommt man ihm ganz nahe. Wir Glaziologen arbeiten normalerweise auf den Gletschern. Und normalerweise treffen wir da keine Menschenseele, denn die liegen sehr abgelegen in den Kordilleren. Für uns ist da ein solcher Strom von Touristen hier am Gletscher schon sehr ungewohnt. Das ist ein Naturwunder. Nicht nur, weil er so schön ist, sondern vor allem, weil er einer der 0,1% Gletscher auf der Welt ist, die nicht aufgrund des Klimawandels zurückweichen. Bernardo Reul beobachtet ihn täglich. Er leitet ein Team von 35 Touristenführern am Perito Moreno. Letzte Vorbereitungen, wie jeden Morgen, vor der Ankunft hunderter Besucher. Und ein intimer Moment. Auge in Auge mit dem Gletscher. Der Perito Moreno ist eine Ausnahme. Denn zurzeit entsteht oben am Gletscher, in seinem Akkumulationsgebiet, genauso viel Eis, wie unten im Ablationsgebiet wieder abschmilzt. Wir sagen dazu, der Gletscher befindet sich im Gleichgewicht. Bernardo und der Perito Moreno. Eine lange Familiengeschichte. Mein Großvater kam zum ersten Mal 1939 hierher. Da sah der Gletscher ungefähr genauso aus wie heute. Glücklicherweise habe ich noch jede Menge Fotos von damals. Und auf diesen Fotos sieht man, es ist fast gleich geblieben. Das ist das Geräusch von abbrechendem Eis. Man muss sich klar machen, was man da sieht, das liegt in ca. 60 Metern Höhe. Eis ist sehr schwer, ca. 900 Kilo pro Kubikmeter. Wenn da eine Wand ins Wasser bricht, ist das wie wenn ein Gebäude einstürzt.
Ich bin auf dem Gletscher und alles ist zerfurcht. Der Pfad ist verwischt. Ich denke, darunter sind wohl noch 3 Brocken, an die 6 Meter. Das ist die wärmste Jahreszeit. Vor 2 Monaten waren diese beiden Stangen noch von Eis bedeckt. Das heißt, wir sind da oben gelaufen. Ungewöhnlich ist das nicht. Schließlich herrscht Hochsommer. 15, 20, zuweilen 25 Grad maximal im Januar und im Februar. Das Eis schmilzt in den See. Der Tourismus hat gerade Hochsaison. Es gibt noch andere Gletscher auf der Welt, wo das auch mal möglich war, aber heute nicht mehr. Und das liegt am Klimawandel. Ein komisches Gefühl, wie eine Gnadenfrist für den Perito Moreno. Das war schon ein Erlebnis, fantastisch. Am Anfang ist das nicht immer einfach mit dem Steigeisen, aber das ist schon großartig. Das ist gigantisch. Wir leben in Savoyen, da haben wir auch noch Gletscher. Aber die schmelzen gerade ab. In Chamonix schmelzen die rapide zusammen. Den Bosson-Gletscher gibt es schon nicht mehr. El Calafate hat gut 30.000 Einwohner. 70% der Erwerbstätigen arbeiten im Tourismus. Gegen Ende des Tages wird es lebhaft in der Stadt. Die Besucher kehren von ihren Exkursionen zurück, wie in einem Skigebiet. Alexis Simunovic ist in El Calafate Stadtrat. Lange war er Tourismusbeauftragter für die Stadt und die Provinz. Wir haben eine Exkursion zum Lago Argentino gebucht. Im Nationalpark, mit dem Schiff und auch mit den Kletterstegen. Wir sind hier. Sie müssen hier lang bis zur Gletscherfront vom Perito Moreno. Sind es ungefähr 80 Kilometer. Uns ist aufgefallen, dass die Touristen hier sich immer mehr Gedanken machen, was wohl aus den Gletschern wird, dass die zurückweichen und wegen der Erderwärmung. Den Leuten ist schon klar, dass es eines Tages keine Gletscher mehr geben wird oder sie immer kleiner werden. Und so lange wollen sie noch was davon haben. Bernardo Reul verwahrt einen Teil des Erbes dieser Region. Er ist Leiter der Touristenführer am Perito Moreno. Die Erinnerungen seines Großvaters teilt er mit seinem Sohn Matthias. Auf diesem Foto ist er schon ziemlich alt. Das war ein Jahr vor seinem Tod. Dieses Foto ist was ganz Besonderes. Mein Großvater hat mir erzählt, wie er 1939 zum ersten Mal zum Gletscher geritten ist. Dafür brauchte er 2 Tage. Und dann stand er davor. Das haute ihn regelrecht um. Er stand wie unter Schock. Sein Großvater Walter war ein deutscher Einwanderer. Er kam unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg hierher. Als Fotograf hat er einen Teil Patagoniens verewigt. Die Gletscher, die Landschaft, den Alltag. 150.000 Negative sind heute in Bernardos Besitz. Das ist die Geschichte, auch die Familiengeschichte. Das ist ein Schatz, und zwar ein sehr wertvoller. Auf dem hier sieht man die Karren. Mit denen hat man die Wolle von den Estancias zum Hafen gebracht. Diese ganze Wolle wurde dann nach England verschifft und dort zu Kleidern verarbeitet. Siehst du, früher konnten die Leute noch bis zum Fuß des Gletschers hin. Das hier sind die Freunde meines Großvaters. Die stehen praktisch am Fuß des Gletschers. Hier da hinten, das ist der Uppsala-Gletscher. Dieses Foto ist von 1953. Da war der Gletscher noch viel größer als heute. Die Gletscher sind sowas wie Sonden. Sie zeigen uns an, was auf der Erde los ist. Mein Herz sagt mir, dass alles gut wird und viele Generationen die Gletscher noch werden sehen können. Aber mein Verstand sagt was anderes. Das Glaciarium, Argentiniens einziges Gletschermuseum. Es soll für das Thema sensibilisieren, vermitteln und erklären.
Professor Lucas Ruiz ist Glaziologe. Er hat an einem staatlichen Verzeichnis aller argentinischen Gletscher mitgearbeitet. Es ist Feld- und Laborarbeit zugleich. Doch was hier gefragt ist, sind mitreißende Worte für seine Kinder. Papa, sieh mal! Was ist das? Ein Eisbrocken. Weißt du noch, wie das heißt? Eisberg. Warum brechen da Brocken vom Gletscherrand ab? Warum da Brocken vom Gletscher abbrechen? Weil da von oben her Wasser randrückt und da zerbricht der Gletscher. Und das fällt runter. Das Glaziarium zeigt den sogenannten südlichen patagonischen Eisschild. Früher und heute. 12.000 Quadratkilometer in Chile und Argentinien. Fast fünfmal größer als das Saarland. Nicht jeder kann sie mit eigenen Augen sehen, verstehen, erleben. An Orten wie diesen können wir Wissenschaftler dieses für die Gesellschaft so wichtige Wissen einem breiten Publikum vermitteln. Das führt einem die Folgen des Klimawandels vor Augen, vor allem wegen der Gletscherschmelze. Hier zum Beispiel ein Gletscher im südlichen Eisschild, der Uppsala-Gletscher. Einerseits ist er einer der größten Gletscher im Eisschild. Der ist 600 bis 700 Quadratkilometer groß. Auf der anderen Seite ist er in den letzten 50, 60 Jahren am weitesten zurückgewichen. Im südlichen Eisschild hat er am meisten Masse verloren. Eineinhalb Stunden Fahrt im Schiff dauert es bis zum berühmten Uppsala-Gletscher. Doch betrachten kann man ihn nur aus der Ferne. Das Schiff macht in einigen Kilometern Entfernung Halt. Wegen der vielen Eisberge ist es zu gefährlich, sich weiter zu nähern. Diese horizontale Linie da oben hatte irgendwann mal Kontakt mit Wasser. Und je weiter er abschmilzt, desto mehr gerät der Eisberg in Bewegung. Er dreht sich, vielleicht sogar um sich selbst. Den Uppsala und auch die beiden anderen Gletscher erkundet man am besten aus der Höhe. Der Uppsala-Gletscher reicht bis zum Lago Argentino. In diesem Gebiet ist das Wasser sehr tief, ca. 600 Meter. Also reicht der Gletscher bis hierher wie eine große, schwimmende Zunge aus Eis. Und er wird immer zerbrechlicher. In den letzten 20 Jahren wich der Uppsala-Gletscher pro Jahr um 300 Meter zurück und verlor 20 Meter an Dicke. Lukas und ein Team von Glaziologen haben anhand von 30.000 Satellitenaufnahmen den Zustand der 18.000 Anden-Gletscher ausgewertet. Ihr Schluss? Seit dem Jahr 2000 schmelzen die Gletscher viel schneller ab. Bis zu 15 Meter verloren sie hier im südlichen Patagonien, weiter im Norden bis zu 10. Auch in den zentralen Anden in Argentinien und Chile gibt es Unterschiede zwischen dem Zeitraum von 2000 bis 2010 und dem von 2010 bis 2018. Von 2010 bis 2018 verloren sie immer schneller an Masse. Vor allem wegen der großen Trockenheit in den zentralen Anden. Für uns Wissenschaftler zeigt das letzte Jahrzehnt das Klima, mit dem unsere Gesellschaft wird leben müssen, sollte sie ihre Konsumgewohnheiten nicht ändern. Steigende Temperaturen, abnehmende Niederschläge, zurückweichende Gletscher. Diese Veränderungen fallen nicht nur Wissenschaftlern auf. Es gibt ein aktuelles Foto und eines von 1928. Da sieht man genau, wie die Landschaft damals aussah. Man sieht, wie hoch das Eis mal reichte. Über dem ganzen ehemaligen Eisgebiet liegt heute der See. Beeindruckend, nicht? Der Gletscher reichte über diesen ganzen Teil des Sees. Genau. Daniel Muñoz ist stellvertretender Leiter des Nationalparks Los Glaciares. Das sind strategische Wasserreservoirs der Zukunft. Gletscher spielen auch eine wichtige Rolle für die Umwelt.
Sie reflektieren viel Sonnenstrahlung und das verlangsamt die Erderwärmung. Wenn die Gletscher weiter so stark zurückweichen, wie das heute der Fall ist, gibt es dann auch immer weniger Flächen, die die Sonnenstrahlen reflektieren. Und ganz allmählich nimmt die Erderwärmung dann immer schneller zu. Mit über 1500 Quadratkilometern ist der Lago Argentino der größte See des Landes. Er fließt in den Rio Santa Cruz und dieser wiederum in den Atlantik. Über diesem Fluss errichtet ein chinesisch-argentinisches Konsortium derzeit zwei Wasserkraftwerke. Manche sorgen sich um deren Folgen für die Umwelt. Diese geplanten Staudämme, übrigens sind die schon im Bau, werden schwerwiegende Folgen für die Umwelt haben. Folgen für das gesamte Flussbecken des Rio Santa Cruz. Das ist ein ganzes Netzwerk aus Seen und Gletschern. Welchen Einfluss das auf die Gletscher hat, weiß ich persönlich nicht. Es gibt Studien zu den Folgen für die Umwelt. Aber die Gutachten sprechen sich ja immer für das Projekt aus. Ich bin nicht sicher, aber wenn man das dann mal merkt, ist es vielleicht zu spät. Ist diese Baustelle der Gnadenstoß für die bedrohten Gletscher? Könnte der Seespiegel wegen der Staudämme weiter steigen und das ohnehin schon empfindliche Gleichgewicht stören? In der Gemeinde El Calafate bemüht man sich zu beruhigen. In die Gutachten habe ich großes Vertrauen. Aber ein Streitpunkt war das schon. Denn es gab Befürchtungen, die Staudämme würden irgendwie den Seespiegel verändern und auch die Gletscher. Aber die Wissenschaftler waren der Ansicht, so weit käme es nicht. Der Rio Santa Cruz, über 300 Kilometer lang, ein Hafen des Friedens, vom Wind getrocknete Landschaften. Der Artenreichtum ist einzigartig. Eine der beiden Baustellen, Condor Cliff, liegt ca. 130 Kilometer von El Calafate entfernt. Der Weg ist gesperrt. Wie ab hier auch sämtliche anderen Straßen zum Rio Santa Cruz. Unsere Führer sind Carlos Willinau, ein Vertreter der Gemeinde Mapuche, und Jorge Janicelli aus El Calafate, ein Liebhaber dieser wilden Natur. Die Schäden sind nicht zu übersehen. Hier sind Schranken, da dürfen wir nicht durch. Und sowas erregt natürlich noch mehr Verdacht. Wenn die uns das zeigen wollten, würden sie die Presse da reinlassen. Und wir müssten nicht selbst hierher kommen, um diese Schäden anzusehen. Als ich diese Grube zum ersten Mal sah, das war schon ziemlich hart. Ich war ganz allein. Und ich vor dieser riesigen Grube, die sie da gebuddelt haben, um den Fluss zu stauen. Mir war, als würden sie dieses Land mit seiner eigenen Erde töten, es mit seiner eigenen Erde ersticken. Ich bin gegen nichts. Ich bin für das Leben. Aber ich will nicht, dass sie den Ort zerstören, wo ich geboren und aufgewachsen bin. Das treibt mich an. Dass sie den kommenden Generationen etwas hinterlassen, besonders Wasser, die Grundlage allen Lebens. Begonnen haben die Bauarbeiten 2015. In 3 bis 5 Jahren will das Land damit 4% seines Energiebedarfs decken. Die Aktivisten haben das Projekt bekämpft, vergeblich. Ihr einziger Sieg, von nun an müssen die Gemeinden Mapuche und Tehuelche mit einbezogen werden. Für diese beiden Kulturen bedeutet ein freier Fluss, dass man die Spiritualität respektiert und bewahrt, damit die Menschen auf dieser Erde frei bleiben können. Wenn man die freien Flüsse staut, verlieren die Urvölker ihre Spiritualität. Das Gebiet, das hier überschwemmt werden soll, war mal das Land unserer Vorfahren. Und sie nutzen es noch heute.
In einigen Teilen finden sich Jahrtausende alte Spuren unserer Kultur. Mehrere NGOs kämpfen weiter gegen die Staudämme und für die Renaturierung des Gebiets. Ihr Kampf wird 3000 Kilometer entfernt ausgetragen, in Buenos Aires. Ihr Anwalt Christian Fernandez klagt am obersten Gerichtshof Argentiniens. Er will das Gutachten zu den Umweltfolgen, aufgrund dessen die Arbeiten beginnen konnten, für nichtig erklären lassen. Hier die ganze Dokumentation über all die Jahre, eingereichte Klagen. Zum Beispiel hier, eine Klage wegen Korruption. Der Leiter des Gutachtens zu den Umweltfolgen hatte vorher als Berater dieses Staudammprojekt mit durchgewinkt. Das große Problem ist eben die Nähe der Baustelle und das Risiko, dass eine Verbindung zum Lago Argentino entstehen könnte. Diese Wahrscheinlichkeit haben die Behörden kleingeredet, ja, sogar abgestritten. Wir haben viele Hinweise von Wissenschaftlern, von Glaziologen aus der ganzen Welt. Alle hatten große Vorbehalte wegen dieses Gutachtens zu den Umweltfolgen. Denn dort schreiben sie kein Wort von Fehlertoleranzen. Berücksichtigt man aber eventuelle Fehlertoleranzen nicht, kann das in einer Katastrophe enden. Denn dann droht die Überschwemmung eines Gebietes doppelt so groß wie Buenos Aires. Und das bedroht dann auch die Gletscher, ein Erbe der Menschheit. Die Baustellen durften wir nicht filmen. Jedoch konnten wir den Projektleiter Fernando Zarate in Buenos Aires sprechen. Folgen wird das schon haben, weil wir ja die natürlichen Abläufe verändern. Aber wir werten die ganze Situation aus, um die Folgen zu minimieren. Wir halten uns an die fachlichen Vorgaben des Internationalen Verbandes der Wasserkraftwerke, um die Folgen hier zu minimieren. Die Behörden haben ein sogenanntes Umweltobservatorium versprochen, sowie außerdem neue Naturschutzgebiete als Ausgleich. Und auch die Gletscher sieht Fernando Zarate keinesfalls bedroht. Drei Gutachten zeigen, der Spiegel des künstlichen Sees wird keine negativen Auswirkungen auf den Lago Argentino haben und somit auch keine auf die Gletscher. Der Seespiegel wird weiter leicht schwanken, wie immer im Lauf seiner Geschichte. Für die Gletscher aber hat das keine direkten oder indirekten Folgen. Jorge bezweifelt das. Vor allem seitdem der Konstrukteur der Staudämme mehrere Erdrutsche festgestellt hat. Diese Zone hier gehört zu den künftigen Überschwemmungsgebieten. Jorge glaubt, die Baustelle wird zur Katastrophe. Wir sind hier ganz nahe am Fluss. Das Gebiet heißt das Labyrinth. Hier sieht man ganz klar die Sedimente. Die bilden das Flussbett. Seht ihr, wie das zu Kreide zerfällt, zu Staub? Alle diese Arbeiten an den Staudämmen finden auf eben jenen Sedimenten statt. Die wollen uns wohl alle verhöhnen. Viele Menschen sorgen sich um die Zukunft dieser Region. Doch die Bürger machen nicht mobil dagegen. Argentinien will einerseits saubere Energie produzieren und beutet dafür seine natürlichen Ressourcen aus. Aber selbstverständlich sollen auch in Zukunft Hunderttausende die Gletscher Patagoniens bewundern dürfen.